Heute per Paket gekommen, mein Allzugwagen-Set 45922 der Firma Brava. Die Vorbestellung stammt aus dem letzten Jahr. Da gibt es beim Modellbahn Shop Lippe, wo ich Stammkunde bin, neben ein paar anderen Händlern noch, immer die Aktion eines Sonderpreises. Und es gibt ja bei diesem Händler auch ein sogenanntes Bonuspunktesystem. Und mit Einlösung einiger Bonuspunkte hat das Ganze jetzt also 310 Euro fast auf den Punkt gekostet. Ja, das Set beinhaltet den ABY-MB-Wagen, den 411er, zweimal den BYLB, 421, und dann den Steuerwagen, den 456, also den BDYM oder LF, die sind unterschiedlich bezeichnet gewesen in der Zeit, in der Basic-Version Plus, analog. Und es gab als Zugabe, hier seht ihr das, einen GMS-30 Güterwagen dazu in der Epoche 3-Ausführung. Ja, es ist noch nicht geöffnet, das mache ich jetzt mal und entferne mal die Folie. Es war wie immer, das bin ich gewohnt, von diesem Händler gut eingepackt. Auch die Abwicklung des gesamten Geschäfts, also hier ist der GMS 30, den tue ich aber mal zur Seite, ist ja nicht Gegenstand unseres Videos. Also ich bin mit dem Händler sehr zufrieden, bis jetzt waren alle Lieferungen einwandfrei, der Preis war okay. Sicherlich gibt es die ein oder andere Möglichkeit, da mal noch ein paar Euro oder Cent zu sparen, aber ich bin da eher so ein bisschen kontinuierlich unterwegs. Auch Gewährleistungsabwicklungen oder Zurücksendungen bei Qualitätsmängeln, wie bei dem letzten N-Wagen-Set, gehen problemlos vonstatten. Ich habe da noch nicht Schwierigkeiten gehabt, deswegen von mir Daumen nach oben, und das ist ein Grund für mich, da zu bleiben. Ganz anders habe ich das mal erlebt mit einem doch durchaus sehr gut bekannten Modellbahnhändler aus Münster, bei dem ich mich wirklich gefragt habe, was das für ein Mensch ist. Also der wurde im Mailverkehr ausfallend, ohne Grund. Es gab überhaupt gar keinen Grund dafür, und da habe ich dann die Geschäftsbeziehungen sofort abgebrochen und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich damals da richtig Geld gelassen habe. Da habe ich nämlich meine erste Modellbahnanlage aufgebaut und habe da auch ordentlich investiert, und im Nachgang habe ich mich dann geärgert, das alles bei diesem Händler gekauft zu haben. Aber das kann passieren. Das ist immer drin. Okay, das zu dem Thema. So, dann schauen wir mal. Ist nochmal alles sehr schön einzeln verpackt. Ich hole mal die Fahrzeuge raus. Und dann, wenn die Umverpackung an der Seite ist, gibt es die Stichprobe. Was habe ich hier? Ich habe hier gerade den Steuerwagen. Wunderbar, passt gut. Ja, also wie von Brava gewohnt, gut verpackt. Es gibt noch einen Zubehörsatz. Das sind Dampfheizkupplungen und Bremsschläuche, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Die Bedienungsanleitung ist allgemein gehalten für die YL-Wagen. Ja, okay, das soweit. Und dann würde ich sagen, machen wir mal so einen ersten Blick auf die Lackierung und auf den optischen Eindruck. Ja, optisch sieht das erstmal sehr überzeugend aus, sehr gut, sehr fein detailliert. Die Langträgerdurchbiegung nicht zu erkennen, die fast immer vorkommt bei diesen Modellen, nicht zu erkennen. Ich nehme ihn jetzt mal raus. Die Dampfheizkupplung liegt drin, ist abgefallen wohl. Das Grün ist sehr gut getroffen. Ich weiß jetzt nicht die RAL-Nummer dieser Farbe, aber dazu möchte ich sagen, und ich möchte auch diese Vorstellung der Wagen dazu benutzen, euch ein bisschen aus der
Geschichte dieser YR-Wagen zu erzählen, aus meiner praktischen Erfahrung damit. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, hier zu spekulieren, ob er zu dunkel, zu hell ist oder sonst was. Ich kann euch wirklich mit voller Überzeugung berichten, dass bei allen Fahrzeugen, die grün gestrichen waren, das gilt genauso für die YG-Wagen, es alle Farbschattierungen gegeben hat in dem Grün. Und das lag daran, dass tatsächlich dieser Lack durch die Waschanlagen ausgebleicht wurde. Das heißt, je länger die weg waren von der Revision, desto heller wurde der Lack. So, das wäre jetzt zum Beispiel für mich, dieser Zustand wäre eine Lackierung, wie ich sie gesehen habe, nach der Revision im Ausbesserungswerk. Das ist wirklich so gewesen in dieser Farbsättigung und in diesem dunklen Grün. Und das ging dann wirklich in ein helleres Grün über, so ganz allmählich. Und wenn wir jetzt hier mal aufs Dach schauen, die Nieten sind sehr schön nachgebildet. Ja, das Makrofon, würde ich auch sagen, von der Optik her passt. Die Dachlüfter, das macht alles einen guten Eindruck. Und die Dächer, die haben auch alle Farben angenommen. Vor allen Dingen die Wagen, vor allen Dingen die B-Wagen, die im Wendezugbetrieb hinter der E-Lokomotive fuhren, und die sind ja mit der Baureihe 141 teilweise gefahren, hatten deutlich schwärzere Dächer durch den Graphitabrieb, der Stromabnehmer von den Schleifleisten. Und so gab es da alles. Man hatte auch hier an den Seiten entsprechende Aufhellungen durch die Waschanlage, je nachdem, wie weit die Bürsten in diesen Dachbereich hineinreichten. Also da war wirklich alles, aber auch wirklich alles vorhanden. Gut, so. Mein erster Blick auf die Drehgestelle. Das sind Mindendeutz schwer. Ist optisch sehr gut. Wiegenstoßdämpfer, Radsatzstoßdämpfer, sehr feine Radsatzlenker, die Bremsklötze liegen, das zeige ich aber noch im Detail mit einem anderen Objektiv, liegen schön in der Laufkreisebene, und wir haben die profilierten Räder mit der Verstärkung in der Scheibe. Das ist auch okay, überhaupt keine Frage. Ja, erster Blick, sehr positiv. Und jetzt schaue ich mir das Ganze in Ruhe nochmal an und sammle Punkte, weil das kann ich jetzt nicht so ad hoc alles erklären. Das muss ich mir wirklich in Ruhe ansehen. Und melde mich dann gleich nochmal wieder. Muss aber jetzt schon sagen, dass mich das, auch das Drehgestell, hier ist der Sieferkasten, der BBC-Sieferkasten dran, vollkommen korrekt, der gehört an die Stelle. Und hier gibt es zwei Bohrungen. Ich vermute, dass der Indusi-Magnet beiliegt. Das muss ich gleich mal gucken im Zubehör, weil es gibt hier an den Primärfedern, an diesem Drehgestell, an den Primärfedern am Radsatzlagergehäuse zwei kleine Bohrungen. Das lässt darauf schließen, dass man den Indusi-Magneten dann noch anbringen kann. Denn die Wagen hatten definitiv Indusi und Zeitwegesiefer mechanisch. Okay, also mein erster Eindruck, Daumen nach oben, und alles andere schauen wir dann im nächsten Abschnitt. Alle Fahrzeuge ausgepackt, und es war bei der ersten Durchsichtüberprüfung kein offensichtlicher Verarbeitungsmangel festzustellen. Alles ist einwandfrei montiert. Übrigens hat sich der Indusi-Magnet am Steuerwagen angefunden, der lag in der Verpackung, den habe ich noch eingeklipst. Das ist alles kein Ding, gar kein Problem. Und jetzt zunächst den Blick auf die vier Wagen. Vorne der Steuerwagen, dahinter direkt der AB-Wagen und dann die beiden B-Wagen BYL.
Das sieht wirklich sehr gut aus. Okay, wir wollen uns das Ganze im Detail ansehen. Dazu werde ich das Objektiv wechseln müssen. Und dann werden wir den Zugverband auch mal kuppeln. Ich benutze auf meiner Anlage die alte Fleischmann-Kurzkupplung, die ich sehr gut finde. Wollen wir das mal mit der Kupplung dann versehen und auch mal das Ganze im Zugverband betrachten. Gut, dann wechsle ich jetzt mal das Objektiv und wir gehen in die Details. Ja, lassen wir das Ganze erstmal optisch wirken. Wir haben ja hier den Seiteneinstieg des Lokführers mit seinem Führerraum und die Eintrittsstufen, die sehr schön filigran dargestellt sind. Das hier unten drunter ist der kleine Ausgleichsbehälter vom Führerbremsventil, das ist korrekt. Wir sehen hier unten am Drehgestell den Antrieb der mechanischen Zeitwege-SIFA. Das ist der eigentliche SIFA-Kasten. Hier würde ich einen kleinen roten Klecks noch auf den Umstellhebel SIFA ein- aus setzen. Das würde das Ganze optisch noch ein bisschen verbessern. Den diagonal angeordneten Wiegenstoßdämpfer, das klassische Minden-Deutz 320 schwer. Das erkennt man also sehr gut daran. Da muss ich mal schauen, ob ich da eventuell noch etwas... Ne, das kann man, sehr gut sehen. Auf dem... Ja, das kann man sehr gut sehen auf dem Video. Das Minden-Deutz schwer hat hier bei den inneren Radsatzlenkern einen angeschweißten Bock am Langträger. Das könnt ihr hier also sehr gut erkennen. Es ist wunderbar dargestellt. Und der Wiegentrog unten, der über die Scharken im Drehgestellrahmen aufgehangen ist, ist geschlossen. Das heißt, die beiden Wiegenfedern hier liegen in einem geschlossenen Trog. Das ist genau richtig. Und wir haben an den, das ist jetzt wegen des Indusi-Magneten nicht so gut zu sehen, wir haben an den Radsatzlagern auch Schraubenfedern mit Stoßdämpfern. Und das ist der wesentliche Unterschied zu den N-Wagen. Da hatten wir ja bei den N-Wagen diese Gummisellenblöcke. Das sieht also schon mal sehr gut aus. Auch die Beschriftung des Drehgestells mit dem Radsatzabstand sehr messerscharf sauber. Handbremse, alles prima dargestellt. Sehr gut. Auch die Doppelbremsklotzsohlen, man erkennt das jetzt, denke ich, besser, dass die sehr schön auf der Radlaufebene liegen. Und das ist optisch wirklich gut gemacht. So, dann fahren wir mal weiter rüber und kommen zu den Batteriekästen. Und zwar haben wir hier auf der Seite einen von beiden Batteriekästen. Die Beschriftung stimmt. Und was wir jetzt hier links daneben haben, ja, es ist gut zu sehen, das ist der Umformer. Der Umformer, der aus den 24 Volt der Batterie 220 Volt für die Leuchtstoffröhrenbeleuchtung macht, denn dieser Wagen hatte schon Leuchtstoffröhrenbeleuchtung. Und Umformer bedeutet, auf einer Welle sitzt eine Wicklung, die mit einem 24 Volt Motor ausgerüstet ist, und auf der anderen Seite sitzt eine Wicklung, die eine Wechselspannung von 230 Volt erzeugt. Das ist also ein Anker, so nennt man die Einanker-Umformer, der aus zwei Teilen besteht, und die sind miteinander direkt über eine Welle gekoppelt, und so formen die quasi diese 24 Volt Gleichspannung in 220 Volt Wechselspannung um für die Leuchtstoffröhrenbeleuchtung. Woran konnte man das erkennen, ob Wagen einen Turbowechselrichter, in einem Video habe ich den übrigens vorgestellt, hat oder einen Einanker-Umformer? Ja, wenn man hier das Licht ausgeschaltet hat, dann erlosch das Licht sehr langsam, weil da ja in diesem Umformer die Welle sich noch durch den Schwung weiterdreht, durch die rotatorische Masse, und noch eine gewisse Zeit Spannung erzeugt. Auch wenn die Motorseite, die Generatorseite quasi, die Motorseite quasi abgeschaltet wird. Das konnte man übrigens auch genauso bei den BM-Wagen feststellen, beim Ausschalten des Lichts. Wobei hier ja noch Lichtschalter mit Vierkant dran sind. Das heißt also Drehlichtschalter am Schaltschrank.
So, das wäre also die eine Seite. Wir halten fest, es ist SIFA und INDUSI vorhanden, Sandstreueinrichtung. Da bin ich mir nicht sicher. Einige dieser Fahrzeuge hatten das, aber nicht alle. Deswegen lasse ich das gelten. Genauso wie man allgemein sagen kann, es gibt kaum Dinge, die einheitlich waren. Es gab immer wieder Abweichungen, die teilweise nur auf ein Fahrzeug bezogen waren. Und daher gibt es fast nichts, was es nicht gibt. So, wir kommen in den Bereich der... Muss ich mal eben gucken, ob meine Kamera noch scharf ist. Ja, ist noch scharf. Der Brombremsumstelleinrichtung, wunderbar gemacht. Wir haben hier den Bremsabsperrhahn, rot. Hier den Bremsstellungswechsel, steht auf Stellung P. Und wunderbar fein dargestellt den Lösezug. Den kann man so ein bisschen hier erkennen auf der Seite. Ich fasse mal weiter ins Bild. Hier seht ihr es. Das ist der Lösezug vom Steuerventil. Wunderbar gemacht. Prima. So, dann kommen wir zum Einstieg. Und zu der Energieversorgung der Heizung. Hier haben wir also den Heizungsverteilerkasten mit dem Ein- und Ausschalter der elektrischen Heizung. Und dann beginnt im Weiteren das Fristenraster. Dazu muss ich den Wagen aber mal etwas schieben. Oder die Kamera. Ich muss die Kamera eher etwas schieben, genau. Ich schiebe mal die Kamera, muss dann wieder scharf stellen. So. Ja, es müsste klappen, genau. Ja, hier haben wir jetzt entsprechend das Fristenraster. Das ist dieses Kammartige, die Revisionsanschriften. Die sind hier angeordnet und dann die Bremsgewichte, die Länge über Puffer, 26,4 Meter, den Drehzapfenabstand, die Beschriftung der Bremse. Diese Wagen haben eine Hildebrand-Knorr-Bremse mit GP-Wechsel und dann kommen die Heimatbahnhöfe, das Gewichtsraster und natürlich wunderbar, jetzt auch gut zu erkennen, die Wagennummer und die Buchstabenbezeichnung der Bauart. So, ich schiebe das noch mal ein bisschen weiter rüber. Ja, und es kommt wirklich, denke ich, optisch gut rüber, wie messerscharf diese Beschriftung gemacht ist. Gefällt mir sehr gut. So, kommen wir zum Wagenende. Hier sehen wir das Drehgestell nochmal etwas übersichtlicher, weil die Anbauteile fehlen. Der hervorgehobene Griff, Rangiergriff, ablosen, ablaufen, abstoßen lassen, verboten. Sehr gut zu sehen. Und das filigrane Drehgestell kommt nochmal deutlicher zur Geltung. Ich bin also wirklich begeistert. Der Vertikalstoßdämpfer mit den beiden Primärfedern, Schraubenfedern, das Radsatzlagergehäuse, die Radsatzlenker, einmal hier am Winkel angeschlagen, einmal am Festbock, der Wiegentrog wieder mal mit der Wiege. Auch die Wiege ist klassisch wunderbar dargestellt mit den Bögen. Ja, also das ist für mich optisch ein richtiges 320er Drehgestell. Das kommt gut rüber. Man könnte natürlich jetzt wieder Maße nehmen und würde sicherlich das ein oder andere finden, aber geschenkt. Ja, drehen wir das Ganze herum. Denn wir haben ja noch was Wesentliches nicht betrachtet. Und das ist die Lichtmaschine, vollkommen korrekt dargestellt. Doppelsattelgetriebe mit zwei D62S. Und ihr seht hier die zweite Batterieanlage. Das ist auch korrekt. Jede Lichtmaschine hat jeweils eine Batterieanlage geladen. Und das war eine Achillesferse dieser Fahrzeuge. Diese D62S waren den Energieverbräuchen dieser Wagen nicht gewachsen. Die Ladeströme waren permanent hoch und dadurch fiel meistens eine Lichtmaschine aus. Kurze Zeit später, da die Anlagen danach ja parallel geschaltet waren, war dann die zweite wegen Überlastung auch defekt. Und das Hauptproblem mit war auch eine mechanische Geschichte. Diese beiden Lichtmaschinen sind über Gummikupplungen auf das Schneckengetriebe hier angesetzt. Und diese Gummikupplungen schlugen gerne aus, hatten aber den Sinn, wenn es mal zu einer Blockade in der Lichtmaschine kommen sollte, da eine Sollbruchstelle
zu realisieren, dass also da die Gummikupplung abgerissen wäre. Und dann wäre das Ganze ja gut, zwar defekt geworden, aber es wäre kein blockierter Radsatz aufgetreten oder sonstige Probleme oder größere Schäden im Getriebe. Und deswegen war das so gemacht. Zeit seines Lebens hatten diese Wagen damit erhebliche Probleme, Batterieanlage, und das hat man nicht verbessert. Man ist dann irgendwann, das muss so gewesen sein, um die 90er Jahre auf den Trichter gekommen, diese doch sehr großen Umformer auszubauen und vor jede Leuchtstoffröhre ein Vorschaltgerät, ein elektronisches Vorschaltgerät zu setzen, um aus den 24 Volt die 220 Volt zu generieren. Und das ging dann erstmal richtig in die Hose, weil dann addierten sich die Verlustleistungen der Vorschaltgeräte und die Batterieanlagen wurden noch stärker belastet. Also das war Zeit seines Lebens an diesem Wagen eins der größten Probleme, die Energieversorgungsanlage. Und ich kenne keinen Y-Wagen mit einer G150, habe ich nicht gesehen. Ich kenne die nur mit dieser Doppelmaschine D62S. Gut, bevor wir uns die Front etwas näher ansehen, würde ich mal einen Blick von unten werfen und dazu lege ich mir den Wagen jetzt erstmal zurecht. Auch die Nachbildung der Bremsanlage lässt auf den ersten Blick keine Wünsche offen. Wir haben den Vorratsluftbehälter, den A-Kammerbehälter des HEK-Steuerventils. Das sitzt hier wunderbar. Hier auch zu erkennen die Lösezüge, die beidseitig entsprechend angebaut sind. Und wir haben hier in der Mitte den großen Bremszylinder. Diese Wagen hatten einen großen Bremszylinder. Und haben über das Bremsgestänge nach links und nach rechts die Kraft auf die Drehgestelle und auf die Drehgestellbremsen übertragen. Und das Hauptproblem hier war diese Konstruktion. Diese Hebelkonstruktion der DA-Bremsgestängesteller war auch ein Riesenproblemfall. Es kam hier immer wieder an einer sogenannten Kulisse zum Verklemmen des Bremsgestänges. Das heißt, der Wagen löste nicht aus. Es gab feste schleifende Bremsen. Und das war auch zeitlebens ein Riesenproblem. Wir Wagenmeister kannten das. Mit einem leichten Hammerschlag war die Bremse zu lösen. Aber man musste genau wissen, wo man da seinen Hammerschlag positionieren musste. Und es bestand dann im Fortfahren der Zugleistung immer wieder die Gefahr, dass sich das wieder verklemmte. Und daher musste man da meistens die Bremse ausschalten, um da nicht die Gefahr eines wirklich fundamentalen Schadens zu haben. Denn ihr wisst, die Wagen hatten bereifte Räder und wenn die durch die Reibung der Bremse überhitzt werden, lösen die sich, weil die natürlich dann ihr Schrumpfmaß verlassen und sich auf der Felge verdrehen können. Ja, und das war bei der Hildebrand-Knorr-Bremse, bei Güterwagen genauso, hier wie bei den Reisezugwagen, ein echtes Problem. Das musste man immer mal sich anschauen oder berücksichtigen. Ja, also ich habe an der Bremsanlage nichts auszusetzen. Ich glaube, besser kann man das kaum machen in der Großserie. Und es ergibt sich natürlich hier auch wieder die Frage nach dem Sinn, wer schaut schon da drunter oder wer kennt sich da perfekt mit aus. Und da muss ich wirklich sagen, gut ab, brava, sehr gut gemacht. So, jetzt habe ich das Maximale an Tiefenschärfe rausgeholt, arbeite gerade mit Blende 40, um die Front auch in der Tiefe so ein bisschen darzustellen. Wunderbar, die aufgenieteten Pufferteller sind zu sehen, Spitzenlicht, Schlusslicht, Scheibenwischer, Darstellung. Ich sag's mal ganz kurz, auch hier habe ich nichts auszusetzen. Ich persönlich, ich sehe den Wagen so wieder, wie ich damit gearbeitet habe. Es wird sich sicherlich das ein oder andere finden hier, aber man muss das wirklich relativieren. Das ist ein wirklich guter Gesamteindruck, also mir gefällt das und ich freue mich, dass ich trotz der schlechten Erfahrung mit den N-Wagen, was die Verarbeitung angeht, dieses Wagenset bestellt habe. Ja, alles prima, sieht gut aus und jetzt muss ich gleich mal sehen, die Beleuchtung mal einschalte, aber bevor wir das tun, schauen wir uns nochmal einen der Mittelwagen an in der Gesamtwirkung und ich habe, wie gesagt, keine Mängel festgestellt an den vier Wagen dieses Sets. Insofern nehmen wir nochmal beispielhaft jetzt den AB-Wagen und gucken uns den nochmal in Ruhe an.